you asked who Rosendahl is, right? I've got an old, where is it now? Tape recording from the last Industria Festival. 10 years of peace and safety. 10 years of industry. Walter? Citizens of Hackovic. What? This is your Walter, King wait, what? Wait. That's Walter's voice. What's going on here? Atlas failed to diminish us. How? Atlas failed to Did you know his first name? We are still here. This is the man I'm looking for. Where is he? This year's fair, we stand strong against the metallic evil outside our city walls. You're looking for Rosendahl? No. Yes, I'm looking for Walter Rebel, not Rosendahl. But this is King Rosendahl. Walter Rosendahl. It's his voice, his recording. Even the statue. I don't understand. And I don't know what's going on here. His voice. His statue. I'm so confused. I want answers. Yes, I'd like a little clarity on this matter myself. Then help me. Where is he? It's like I said, he left the city after the evacuation he organized. Just continue your way to the town hall, to his old office. Maybe you can find out where he headed out to. What's the fastest way? You have to cross the old Rosendahl factory in front of you. After that, you can't miss it. Walter Rosendahl. Are you kidding me, Walter? So Walter is a Rosendahl? Unglaublich weird. Und komisch. Als ob man da nicht durch Fenster schießen kann. Oh, ein Schuss! Unglaublich komisch. Walter ist also hier der König. König Rosendahl. Schrotflintenmunition. Kommt es jetzt außen lang? Okay, viele Schüsse leider verbraucht. Das war wahrscheinlich nicht der einzige drin. Okay, oben sind Schritte. Irgendwann muss unter einer Treppe was sein. Muss eigentlich alles hier so dunkel sein? Bin ich gar nicht cool. Okay, zum Glück. Da drin ist es. Oh Gott! Oh Gott! Was zum Teufel bist du? Oh fuck! Ich möchte gar kein Horrorspiel spielen. Zum Glück hatte ich hier gar keine Facecam.
Irgendwelche Androiden oder sowas ähnliches. Boah, Junge. Alter Schwede. Ein neuer König, 1.5.1999. Die Wahl. Der Mann aus einer anderen Welt wird sich bei den Wahlen gegen Dominik den Dritten stellen. Während einer öffentlichen Wahlveranstaltung im Institut für angewandte Wissenschaften Hakavik erklärte Rosendahl, dass Hakaviks einzige Hoffnung ein klarer Schritt gegen die nahende Gefahr, die er Atlas nennt, ist. Weiterhin stellte er unglaubliche Erfindungen inklusive einer völlig neuen Energiegewinnungsquelle vor. Quelle, die Kohle und Dampf schon bald ablösen konnte, vor. Die andauernde Unzufriedenheit im Volk spielt Rosendahl in die Hände. Wenn Rosendahl die Wahl gewinnt, können wir uns auf große Veränderungen gefasst machen. Wenn er verliert, muss Dominik III. Seine Stärke gegen die lauernde Gefahr beweisen. Okay. Und wir müssen die Maschinerie herunterfahren, die den Weg in die Fabrik blockiert. Die Kabel könnten mich zur Energieversorgung führen. Oh my gosh. Ah, okay. Boah, diese Androiden gerade. Ich nenne sie jetzt einfach mal Androiden. Nicht gut. Das waren keine Menschen, das sind Androiden. Könnte ich hier rüberkommen? Guter Schuss. Munition mehr. Ich habe noch Scharfschützenmunition. Wieso benutze ich die nicht? So. Was war das? Wir gehen gleich nachher hier lang. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, diese ganzen Tiere. Maschinen können nicht irgendwelche Türen öffnen. Ich bleib gerade mal bei der Schrotflinte. Okay, ist bloß das Klo. So, wir müssen sowieso hier lang. Naja, gut. Aber da drüben geht's auch noch lang. Oder wahrscheinlich nicht. Doch. Okay. Müssen wir zwei. No, nicht diese Viecher! Ich will hier hoch! Die machen mich fertig! Oh Gott! Wieso?
Wir müssen links und rechts das abschalten. Naja. Gut, wir haben jetzt zuerst rechts aufgeräumt, dann würde ich sagen, gehen wir zuerst rechts lang. Kann ich ins Wasser fahren? Das wissen wir mittlerweile. Das nicht so schlau ist. Okay, man kann hier hoch. Die Beine sollten tot sein. Ja, sind sie. So, das ist schon hier, das Teil. Diesmal passiert hier nichts. Nee. Kann man nicht über das Kabel hier laufen? Ich weiß, es war risky, aber wir haben es getan. Oh Gott. Ich muss sagen, das ist, hat eher was wirklich von einem Horrorspiel fast. Als von einem Shooter. Vor allem, wo kam jetzt der her? Wir haben doch hier schon alle getötet. Naja. Yo! Wo ist er? Die Waffe ist unglaublich gut. Wo kommen die alle her? Und schade, dass das Spiel nicht speichert. Oh! Was war das? Was war das? Reicht langsam. Lass mich doch alle bitte in Ruhe. Kann man hier durchschießen? Das ist mies. Das ist mies, dass man da nicht durchschießen kann. Wir hätten die beiden jetzt so gut abmurksen können. Und das waren einfach zwei Schüsse, die ich verschwendet habe. Hä, das andere habe ich getroffen.
Explosionsvieh. So. Was habe ich echt getroffen? Doch. Weird. Oder war eins mehr als zwei als eins? No! Diese Geräusche, die machen. Oh Gott. Ich bin kein Schisshase, ich benutze bloß die höhere Position gut aus. Okay, ist gar nichts. Danke. Okay, da hinten leuchtet es rot. Ich glaube, da hinten ist das, was wir suchen. Kurz schleichen, zum Schauen, ob hier was ist. Okay, da hinten ist das. Oh shit! Ist der Android tot? Jetzt ist er tot. Ich glaube. Ich glaube, Munition wird hier irgendwann noch ziemlich ein Problem werden. Das ist eine Pflanze. Wollte ich gar nicht. Munition voll. Und was denn? Schrotflinte. Ich glaube Schrotflinte. Okay. Weg damit. Ich versuche den höheren Ground zu nutzen. Wo da unten ist noch Zeugs. Das ist, glaube ich, der Rückweg hier. Ja, hier gibt es ja nichts mehr. Okay, die Schrotflinte wäre hier das Richtige gewesen, weil hier gibt es Schrotflinten-Muni. Schade. Hätte man das vorher gewusst. Und jetzt geht's da in diese Fabrik hinein. Ich
weiß ja nicht, ob ich das möchte. Bestimmt sind jetzt wieder andere Dinger hier. Natürlich. Ich höre immer wieder was. Sag euch. Gleich werden wir wieder angegriffen. Ja. Drüben ist ein Bot. Das ist so ein Explosionsvieh. Oh shit. Okay. Da ist noch jemand. Diese Geräusche sind echt schrecklich. Ach so. Hä? Ich glaube, du sollst nicht da oben sein. Dann mach die ganze Zeit solche Geräusche. Kein Wunder, höre ich dir die ganze Zeit irgendwas. Okay, jetzt kann das Spiel bitte wieder mal speichern, wäre schön. Wenn es das tun würde. Denn, Hey, you still there? Danke. Tell me about Rosendahl. Where did he come from? Well, he arrived here just like you. One day he just appeared in the Institute to all the scientists' surprise. I can imagine. He had so much knowledge. He was something like an angel. An angel helping us selflessly to fight the machines that had plagued us for so long. An angel with many secrets. Well, I imagine that as a king, you've got to keep quite a few things close to the chest. Speaking of secrets, what is your relationship to him? Well, we, you know, love each other. We're a couple. Huh. You know, in theory, that essentially makes you the queen of Hakovic. Sure. Our queen of ruins. With only one subject, as it seems. Well, better than an old man in a wheelchair, if you ask me, Your Majesty. Oh, come on. Ah, shit, das war unnötig. Naja, egal. Neue Technologie, 9.11.1989. Liebe Mutter, erst einmal, ich bin gesund und mir geht es gut. Die Kälte ist weg und ich fühle mich lebendiger denn je. Du hast gefragt, wie sich hier unsere Stadt mit dem neuen König verändert hat. Sein Name ist Rosendahl und ich kann dir sagen, so vieles hat sich geändert. Zum Guten, seit ich bei der großen Präsentation im Institut dabei war, wo sie die neue Energiequelle gezeigt haben, wurde eine neue Erfindung nach der anderen den Menschen verfügbar gemacht. Es hat alles mit elektrischen Straßenlampen angefangen. Du
Du kannst dir nicht vorstellen, wie hell die sind. Ich schreibe diesen Brief hier unter elektrischem Licht. Und das ohne etwas dafür zu zahlen. Kein Kohlestaub mehr, saubere Luft und eine ruhigere Stadt. Ich hoffe, du besuchst uns bald. Meine Schwester und ich freuen uns so sehr auf dich. In Liebe, Annemarie. Okay, aber hier geht es nicht weiter. Ich nehme lieber die Schrotflinte in die Hand. Ich traue hier absolut gar nichts. Ah. Okay. Es ist ultra dunkel hier. Danke sehr. SMG Muni.